Wir lassen Kinder testen. Für sie sind die Cremes schließlich gemacht. Was schmeckt besser, die Scheibe mit Nutella oder die mit Nudossi? Nutella. Eine schneidet mit Nutella, die andere schneidet mit Nudossi. Nudossi. Beides schmeckt gleich gut. Dass die Kinder heute zwischen beiden Produkten wählen können, das hätte kurz nach der Wende keiner für möglich gehalten. Diese Aufnahmen entstehen im April 1990. Hier im Kombinat Elbflorenz wurde jahrelang Nudossi hergestellt. Doch nun stehen alle Räder still. Statt Lieferscheine werden Kündigungen geschrieben. Die Verkaufszahlen sind im Keller. Das Werk wird dicht gemacht. Ist das das Ende für Nudossi? Dabei war Nudossi vor der Wende ein ganz harter Fall von Bückware und nur im Delikatladen erhältlich. Doch schon kurz nach dem Mauerfall interessiert sich keiner mehr für das süße Ostprodukt. Dass es Nudossi heute wieder gibt, ist einzig und allein ihm zu verdanken. Karl-Heinz Hartmann stellt die Nougat-Creme seit Ende der 90er wieder her. Geplant hatte er das aber eigentlich nicht. 1997 im November wurde ich gezwungen, die Marke wieder zu beleben, obwohl wir nicht wussten, wie, wo und mit was. Kurz zuvor hat Hartmann das alte Elbflorenz-Werksgebäude in Radebeul gekauft. Hier stellt er Weihnachtsgebäck her. Und darüber will er auf einer Pressekonferenz berichten. Was damals noch niemand ahnt, an diesem Tag wird Nudossi sozusagen reanimiert. Die Pressekonferenz waren 40 Journalisten und einer stand auf, interessierte sich nicht für Stollen, sondern für den Betrieb, der hier in der DDR noch Bestand hatte, und sagte, sind Sie nicht der Betrieb, der Nudossi hergestellt hat? Und da ich das gar nicht richtig wusste, habe ich einfach gesagt, ja. Kommt das wieder? Ja. Und da wurde ich in den Zugzwang gebracht. Denn am nächsten Tag steht das Nudossi-Comeback in allen Zeitungen. Karl-Heinz Hartmann steht zu seinem Versprechen und besorgt sich das Originalrezept von früher. Das stammt aus dem Jahr 1968. Damals haben die Schoko-Experten aus Radebeul sich einen Verkaufsschlager aus dem Westen zum Vorbild genommen und kopiert. Nutella. Doch das Problem im Osten, Nutella enthält künstliche Aromen und Palmöl, in der DDR kaum erhältlich. Die Lösung, viele Haselnüsse, sehr viele sogar. Ein Anteil von fast 42%. Die kamen ja zum großen Teil aus den sozialistischen Staaten, aus Georgien. Und die Haselnüsse waren ja in dem Moment Puderlieferung. Die kriegten wieder was anderes als von uns, aus der DDR. Und wenn es wirklich mal aus der Türkei kam, wurde das ja auch verrechnet. Aber an der Haselnuss wurde nicht gespart. Und das ist auch heute noch so. Karl-Heinz Hartmann verwendet 36% Haselnüsse. Im Osten wird er dafür geliebt. Nudossi schlägt ein wie eine Bombe. Im Westen bleibt man lieber bei Nutella, trotz lediglich 13% Haselnuss. Die Wende für Nudossi kommt 2009. Die Stiftung Ökotest vergleicht damals sämtliche Nougat-Cremes, die auf dem Markt sind. Das Ergebnis ist eine kleine Sensation. Nutella landet auf dem letzten Platz. Hersteller Ferrero mischt nämlich künstliches Vanillearoma unter. Klarer Punktabzug. Nudossi hingegen erhält ein sehr gut. Das hat unwahrscheinlich im Westen, also in den Altbundesländern, Neugier erzeugt. Und das hat uns eigentlich auch Umsatz mehr gebracht. Doch kaum haben sich die Menschen im Westen an Nudossi gewöhnt, folgt ein Tiefschlag. Die Stiftung Warentest findet in Nudossi Aflatoxine. Das sind Schimmelpilze, die bei Nüssen häufig vorkommen. Nudossi verwendet dreimal so viele Nüsse wie die meisten anderen Nuss-Nougat-Cremes. Also ist auch die Aflatoxinbelastung dreimal so hoch. Auf die Gesundheit hat das aber keine Auswirkungen. Und auch nicht auf die Verkaufszahlen.
6 Tonnen Udossi werden heute täglich produziert. In der DDR hat er für gute Umsätze gesorgt, Michael Golm. Als 12-Jähriger war der heute 60-Jährige das Werbegesicht für Udossi. Sein Konterfei sollte dem Ostaufstrich einen Westanstrich verpassen. Und so zierte sein Gesicht 20 Jahre lang jeden einzelnen Becher. Die Udossi-Hersteller orientierten sich dabei übrigens am Design eines anderen Süßwarenschlagers, der Kinderschokolade. Doch reich wurde Michael Golm damit nicht. Nee, ich habe nichts dafür gekriegt. Also das Einzige war die Schnitte, die ich in der Hand hatte, die durfte ich dann essen. Ja. Und obwohl er auf dem Becher so sympathisch lächelt, besonders gut hat ihm Udossi damals nicht geschmeckt. Also mir persönlich ist es zu süß. Ich esse es eigentlich so gut wie nie. Doch Millionen Menschen sehen das anders. Und was sagen die Kinder? Udossi oder doch Nutella? Ich finde beides lecker. Nutella. Udossi schmeckt mehr nach Haselnuss. Wie als ob da bloß eine Haselnuss drin ist und als ob da Tausende drin sind. Davon habe ich auch so braune Augen. Letzte Aussage wagen wir zu bezweifeln. Ansonsten gilt jedoch, machen Sie es doch einfach wie die Kinder. Manche mögen lieber Udossi und manche Nutella.